Die Sonne bewegt sich schnell über den Himmel, die Wolken ziehen im Zeitraffer dahin. Es wird langsam ein bisschen dunkler, denn es ist ja Sommer und man merkt die Wärme, die sich überall aufgestaut hat. Und die Kids sitzen an einem kleinen See. Die Räder liegen ein paar Meter von ihnen entfernt. Und die beiden Mädchen, Lisa und Sam, lassen ihre Füße vom Anleger ins kalte Wasser baumeln, während Steven so ein bisschen abseits sich die Umgebung anguckt, das erste Mal hier, so weit draußen aus der Stadt. Und Harper sitzt auf einer Decke in so einem typischen Schottenkaro-Muster mit Fransen und dreht den funkelnden Anhänger zwischen seinen Fingern. Wir befinden uns auf der Farm. Ja, nö, ich würde weiterhin da an meinem Anhänger rumspielen. Ich bin da gerade vertieft in Gedanken, dass überlege, wie die Mama da zusammenhängt. Ich meine, das war ja irgendwie schon merkwürdig, dass das der Anhänger von der Mama ist und der ist da irgendwie verzahnt mit der, ja, mit der Buchgeschichte, sag ich mal. Ich lasse es mir auch soweit noch alles durch den Kopf gehen und versuche dann noch irgendwie gewisse Parallelen irgendwie zu bilden, mit denen wir da irgendwie weiterarbeiten können. Lass so meine Füße im Wasser ein bisschen planschen. Also Lisa, das war echt eine gute Idee von dir. Ich hätte nie gedacht, dass Wasser so gut sein kann. Ja, manchmal hilft es, die Füße abzukühlen, um den Kopf etwas zu beruhigen. Hast du eigentlich noch was im Buch lesen können? Also von der Schrift her oder so? Nee, heute tagsüber nicht. Ich glaube, wir sind ja relativ zeitnah aufgebrochen. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal zusammen reinschauen? Ich glaube, die Jungs sind gerade irgendwie ein bisschen in ihren Gedanken versunken. Ja, können wir gerne machen. Vielleicht steht hier auch irgendwas da drin, warum andere Tiere plötzlich einen nicht mehr mögen, obwohl sie eigentlich mit einem aufgewachsen sind. Oh, das ist eine gute Idee. Lass uns da mal reingucken. Mhm. Soll ich's holen? Dann kannst du sitzen bleiben. Oh, das wäre lieb. Danke dir. Und dann hüpfe ich auf, hole das Buch und komme dann wieder zu ihr zurück. Mhm. Als du zum Fahrrad gehst, um das Buch aus einer Tasche zu holen, läufst du an Steven und Harper vorbei und siehst so diesen nachdenklichen Blick von Harper und eher so diesen etwas verlorenen Blick von Steven, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja. Kerle, die sind eh alle komisch. Ich lass die mal ihr Ding machen. Erstmal. Mhm. Du kommst zurück zu Lisa und ihr schlagt gemeinsam das Buch auf und fangt an, darin zu blättern. Ihr unterhaltet euch leise tuschelnd über Dinge, die so sich um das Buch drehen und um deine Erfahrung mit Silver wahrscheinlich. Und versucht da dann irgendwie eine Verbindung herzustellen. Ein Cut zu Harper und Steven. Harper, du bemerkst, dass während du so ein bisschen geistig abgedriftet bist und schon so ein bisschen die etwas kühlere Luft vom Wald kommend und die etwas frischere Luft vom See, die du genießt, dass Steven jetzt schon eine ganze Weile sehr, sehr still ist.
und so ein bisschen sich mehr und mehr so in sich hinein zurückzieht. Ja, dann gehe ich nochmal hin und boxe ihn so freundschaftlich auf die Schulter. Hey, Steven! Was geht? Ja, Schrecke. Ja. Irgendwie will sich mir das Ganze alles hier noch nicht erklären, was wir aktuell erleben. Und was für Verbindungen es hat und. Ah, es ist so viel. Findest du nicht auch? Ja, ja, was heißt so viel, ne? Es ist halt, es ist viel passiert. Ich kann nicht, da bin ich bei dir. Das glaube ich auch. Einfach, dass viel passiert ist, das macht's schwer zu verdauen. Und gerade das mit den Tieren, das gibt mir doch schon sehr zu denken. Das glaube ich dir, weil du ja auch sehr viel mit Tieren zu tun hast. Bei mir jetzt zwar weniger, aber gut, das Erlebnis mit der Krähe war jetzt auch nicht gerade leicht zu verdauen. Ja. Ich hoffe, dass sowas nicht so schnell nochmal passiert. Was ist eigentlich aus der Krähe überhaupt geworden? Naja, die wurde offiziell beerdigt. Also ich weiß nichts von der Krähe. Ich weiß, dass die mit Sam mitgegangen ist. Gegangen. Aber ja, ne? Tot war sie. So. Das war sehr eindeutig, ja. Da hast du ja dafür gesorgt. Ja, also das muss ja nicht länger gequält werden als notwendig. Das ne? stimmt, das stimmt, das stimmt. Also so Tiere haben ja auch irgendwie ein Anrecht auf Tod. Ich hoffe nur, dass wir das irgendwie alles irgendwie geregelt bekommen, damit nicht noch mehr sowas passiert. Habt ihr eigentlich auf den Bildern irgendwas rausgefunden oder habt ihr euch überhaupt jetzt angeschaut nach dem Entwickeln oder... Habt ihr die bloß entwickelt und eingesteckt? Ne, die Bilder ziehen noch durch, sozusagen. Die sind noch in der Entwicklung, die brauchen noch Zeit. Aber die könnten wir in der Tat heute mal angucken. Ob wir auf denen vielleicht irgendwas erkennen könnten. Ja, das wäre auf jeden Fall eine lohnende Aufgabe. Ja. Wollen wir uns mal zu den Mädelsgesellen, die scheinen gerade in dem Buch zu lesen. Ja, ich würde, glaube ich, aufbrechen und dann können wir den Schwenk gedanklich zu den Mädels rüber machen, während die Jungs auf die zulaufen. Ja. Ja, Lisa. Sag mir mal, beziehungsweise mach einfach in dem Satz weiter, in dem du gerade mit Sam bist. Na komisch, also ich habe bisher noch nichts gefunden, aber wir sind ja auch noch nicht so weit. Sollen wir vielleicht den Rest mal von hinten? Vielleicht haben wir von hinten mehr Glück. Ja, ich habe das mal mitgekriegt, dass manche auch Romane hinten anfangen, damit sie wissen, wie es ausgeht. Vielleicht sollten wir das auch einfach mal machen. Ich weiß, wie du denkst. Die schweren Schritte von Harpers Stiefeln donnern auf den alten Planken des Stegs und das etwas leisere Trippeln der Sneaker von Steven ist zu vernehmen. Ich glaube, die Jungs kommen. Na, genug nachgedacht. Ja, denken ist ja eher so deine Abteilung. Ja. Deswegen habe ich mich auch gewundert, warum du es versuchst. Touché. Touché. Ah, meine Kamera versagt. Ja, das macht sich wieder. Ich gucke ein bisschen verdattert einfach so rein. So. Ist alles gut bei dir, Steven? Du sahst jetzt nicht so aus, als ob du tagträumen würdest. Ich hab versucht, irgendwie drüber nachzudenken und was uns irgendwie passiert ist und in welchen Verbindungen es zu irgendwas stehen könnte. Aber es ist echt schwer, irgendwas rauszufinden. Das ist alles sehr, sehr verworren, was wir hier haben. Das stimmt, wie ein gutes Buch. Ja, bloß beim Buch liest du weiter und es wird irgendwann, von selber sozusagen aufgeklärt. Hier müssen wir selber dann danach suchen. Aber wie ich sehe, lest ihr gerade das Buch? Habt ihr schon irgendwas rausfinden können?
wir fangen jetzt mal von hinten an. Okay. Weil da stehen vielleicht die wichtigen Dinge, die wir wissen müssen. Im Nachschlagwerk. Ich weiß gar nicht, hat das was? Nein, nein, das hat keinen Appendix. Ich stelle mir gerade vor, so richtig schön so, wie töte ich Tiere, wie belebe ich sie wieder? Okay. Einfach auf Steuerung F alle wichtigen Dinge im Buch suchen, ne? Ja, nee, das gibt's leider nicht. Dann würde ich mich mal, wenn es da Platz hergibt, irgendwie auch neben die Mädels setzen. Und na klar, wir rutschen zusammen. Ja. Das passt schon. Dass man da so ein bisschen gemeinsam in das Buch reinschauen kann und sich weiter Gedanken machen kann, wie es denn jetzt weitergeht. Naja, ihr hattet ja gerade einen Vorschlag. Kannst du ja kommunizieren. Also wir könnten das Buch gucken, wir könnten die Bilder mal angucken. Wir könnten nochmal über die Feder sprechen, die ja von meiner Mutter war, die also in irgendeiner Form, unklar was, mit dieser Ritualgemeinde was zu tun hat. Vielleicht verbindet das Buch ja alles. Also ich meine, die Fotos können wir uns auf jeden Fall gleich angucken. Ich kann sie ja holen. Na, ich habe halt gedacht, vielleicht ist auch der Schmuck abgebildet. Wir haben ja bisher nur vorne drin rumgeblättert. Und deswegen, wenn wir jetzt mal... Also man könnte überlegen, was wir fotografiert haben und ob wir Symbole, wir haben ja auch Symbole fotografiert aus der Gruft zum Beispiel, da haben wir ja viele Fotos gemacht. Und man könnte auch überlegen, ob, keine Ahnung, die Feder in dem Buch auftaucht oder Symbole von den Bildern. Also wir können uns mal hinsetzen und, keine Ahnung, wird kein Bilderbuch sein, aber vielleicht sind irgendwelche Schriften da drin mit Zeichnungen oder sowas, ne? Beschrieben. Oder Grafiken sind beschrieben und man muss die Grafiken zuordnen, wie immer. Sowas würde ich zum Beispiel Lisa und Sam machen lassen. So, warum du nicht? Weil ich dafür nicht gut bin. Das ist nicht meine... Du könntest doch mal deine Oma fragen, oder nicht? Das könnte ich machen, in der Tat. Oma Laura könnte ich fragen. Naja, ihr seid 10 Minuten bei dir vom Farmhaus entfernt. Dann fahre ich mal zu Oma Laura, während ihr... Das ist eine gute Idee. Ich schwinge mich auf mein Fahrrad und fahre zu Oma Laura und komme euch dann gleich wieder... Ja, genau. Ich fahr, ess was und red mit Oma und ihr sucht ein Buch. Steven, willst du mitfahren? Ich kann... Boah. Oder meinst du machst es besser alleine, Harper? Ich bin schon aufgebrochen. Also okay, eigentlich, dann... Wenn Steven jetzt mit will, müsste er sich ein bisschen sputen. Ich bleibe wahrscheinlich beim Buch, weil das Buch ist ja auch so ein bisschen meine Welt, sag ich mal. Gut, also, dann... Theoretiker. Dann würde ich sagen, ihr zwei schaut das Buch weiter durch und ich lege die Fotos einfach mal ins Gras. Mache ich sonst nicht, ich weiß, aber jetzt ausnahmsweise macht das mal Sinn. Mhm. Wir haben keinen Tisch. Und naja, es liegt da ja diese Decke, diese... Picknickdecke. Genau, Picknickdecke, danke, das war das Wort. Mhm. Gerne. Ja gut, dann lasse ich die zwei mal da, stehe auf, hol die Fotos raus und verteile die wirklich erstmal grob und dann fange ich an zu sortieren, was wie wohin passt aus der Erinnerung, wie wir halt reingegangen sind, weil ich habe ja direkt von Anfang an Fotos gemacht und versuche das dann so als Werdegang hinzulegen. Mhm. Okay. Gut, dann schaue ich mit Lisa ins Buch rein, würde ich sagen. Okay, dann fangen wir mal an, das nacheinander abzuarbeiten. So, das ist eine 4. Lieber Steven. Ja. Wonach guckst du denn in dem Buch? Wenn die 4 explodiert. Ich weiß, das war jetzt nicht, das war jetzt kein Wurf an sich, sondern das war, hey, so. Wer darf denn gleich was tun? Ich würde so ein bisschen nach diesen Symbolen schauen, also nach dieser Kette von Harpers Mutter. Mhm. Na gut, mehr Symbole haben wir jetzt gerade an und für sich und jetzt noch nicht. Okay. Ja, die so Bilder.
Ja, die Bilder, aber die ist ja gerade noch am Sortieren. Mhm. Wir sind ja gerade erstmal noch am drüber gucken. Okay, Steven. Ja, ob mir halt irgendwas auffällt. Findest du denn das Symbol in dem Buch? Klugheit. Klugheit. Nein. Ich so. Übergebe gerade einfach. Narrativ. Ach so, ja, dann okay. Sag. Alles gut. Findest du etwas, ja, Steven? Ja. Okay, erzähle uns, was du in dem Buch findest. Kann ich jetzt von hinten anfangen? Na gut, es ist ja viel in einer Sprache geschrieben, die wir ja eigentlich nicht wirklich lesen können. Und zumindest vorne so, nicht. Was vorne? Mhm. Kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass es ja hinten theoretisch genau ähnlich ist. Das kannst du so definieren, wenn du das möchtest. Also auf jeden Fall ein, zwei Zeichnungen, würde ich sagen, die im Groben das Symbol darstellen. Nicht gewohnt mit diesem Narrativ. Alles gut, du hast Zeit. Ach so. Hey Steven, guck mal, sieht das nicht ein bisschen wie die Feder aus? Ja, das sieht aus wie die Feder, aber... Guck mal, was steht da? Ich würde sagen, das ist so eine komische Schrift, aber heißt das nicht irgendwie sowas wie Tier beeinflussen oder so? Ich kenne die Sprache nicht richtig, aber... Denk dran, vorne war die Schrift spiegelverkehrt gewesen. Da haben wir den Spiegel doch gebraucht zum Lesen. Ja, weiß nicht. Das sieht irgendwie so aus, als wären so einzelne Buchstaben aussortiert worden. Also so ausgetauscht, aber irgendwie insgesamt nicht. Keine Ahnung. Das also ist irgendwie so ein Gefühl. So ein bisschen kryptisch geschrieben. Ja gut, ich sag mal, im Bereich Entschlüsselung, Kryptik kenne ich mich ja ein bisschen aus. Das ist ja sowas, was ich ja gerne mache. Ja, ich denke erstmal gerade noch ein bisschen darüber nach und versuche da das, was da drunter steht, für mich so ein bisschen zu entschlüsseln. Okay, kurz entschlossen stehst du auf, gehst an dein Fahrrad, holst dir deinen großen College-Block, ne, so diese so zum oben umblättern, schön dein Federmäppchen, das du dir hier so einstecken kannst und läufst wieder zurück, um dir dann Notizen zu machen und das Ganze zu dechiffrieren. Ja. Du läufst an Sam vorbei, die gerade fertig wird, ihre Fotos zu sortieren. Ja, ich glaube, so kann man das lassen. Glaube ja. Wenn ich so vorbeilaufe, werfe ich so einen Blick drauf und schon irgendwie was gesehen oder erstmal nur sortiert? Ich habe jetzt erstmal sortiert und zwar so, wie wir den Friedhof vorgefunden haben. Also von vorne bis hinten durch. Okay. Und die Fotos in der Krypta sind ein bisschen, naja, mit wenig Licht ist halt schwierig, aber ja. Also wenn ihr Lust habt, können wir zusammen gucken. Oder habt ihr gerade was, weil du Block und Stift holst? Ich habe da gerade was gefunden, was ich vielleicht entschlüsseln muss. Okay, dann mach das. Wenn du was entdeckt hast, kannst du ja auch zu uns kommen zum Beispiel. Mach ich. Gut. Dann gehe ich wieder zurück. Sam, als du dir die Bilder weiter anguckst und nochmal so ein, zwei Bilder verschiebst, merkst du unter der Decke etwas rascheln. Hä? Ich stups ganz langsam dagegen. Ja, es raschelt darunter. Also es ist kein aktives Rascheln, sondern wenn du dagegen stößt. Blöd. Ich habe gerade die Fotos darauf ausgebreitet. Das ist so am Rand. Das ist so am Rand. Ach so, ja. Da, wo Harper gesessen hat. Wo Harper gesessen hat? Mhm.
Dann hat er wieder irgendein Kaugummipapier liegen lassen. Also ich mache die Fotos so ein kleines bisschen auf Seite und heb vorsichtig die Decke und ja, guck drunter. Da ist eine kleine Packung saure Drops. Genau das Richtige, was du gerade brauchst, als Nervennahrung. Dann schnapp ich sie mir und stopf mir direkt mal eins in den Mund. Und verzieh erstmal den Mund so richtig so. Oh, die sind echt sauer. Da muss ich aber mal fragen, wo er die her hat. Oh. Und pack die restliche Packung mal bei mir mit ein. Und leg die Decke halt wieder so und die Fotos. Und guck mir die Fotos an. Mhm. Entdeckst du etwas auf den Fotos, Sam? Also ich würde sagen, vorne bei den Gräbern, die waren ja auch so verwaschen und so. Da hat man ja auch selbst die Schriftzeichen kaum noch lesen können. Da wäre es, glaube ich, schwierig, wirklich was zu erkennen, weil ich habe ja auch nicht rangezoomt, sondern eher halt auch so ein bisschen, um die Stimmung einzufangen. Aber wo wir dann zur Krypta gegangen sind, war ich ja auch relativ nah immer an der Krypta, an den Wänden, an irgendwelchen Sachen. Wenn da Leichen aufgebahrt waren, ist ja normalerweise unten drunter immer so ein Schildchen. Und ich würde sagen, das ein oder andere Symbol finde ich bestimmt vor allen Dingen in der Nähe, wo wir das Buch gefunden haben. Mhm. Okay. Das könnte was sein. Das lege ich erstmal auf Seite. Und nehme erst nochmal so einen Drop, der ist echt lecker. Und dann mache ich das. Und brauche erstmal einen Moment. Harper, du erreichst euer Farmhaus. Und wie so an einem Nachmittag üblich, dein Opa ist nicht da, der Traktor ist nicht da, die Pferde sind frei auf der Koppel, die Kühe grasen draußen, alles relativ weit von den Arbeitswegen weg, so dass du gut durchkommst. Und deine Oma sitzt tatsächlich draußen auf der Veranda mit einem großen Krug, Zitronenlimonade. Natürlich nur die gute selbstgemachte. Ja, ich setze mich zu Oma in die Hollywood-Schaukel. Papa. Und hi Oma. Wie geht's dir? Es geht mir gut, wie immer. Willst du einen Schluck Limonade? Ja. Na klar, sehr okay. Gerne. Und sie steht auf und geht in Richtung Tür, um dir ein Glas zu holen. Ja. Während sie unterwegs ist, überlege ich, wie ich am besten mich da sprachlich annähere. Und habe, glaube ich, jetzt einen Fahrplan. Genau. Okay, sie kommt wieder und setzt sich so draußen in diesen Rattan-Sessel, den dein Opa mal extra für sie gekauft hat, weil er ihr so gefallen hat. Und der knarzt ein bisschen unter ihrem Gewicht. Und sie stellt das Glas so hin, schenkt ihr ein und schiebt ihr dann so das Glas rüber. Oma, pass auf Folgendes für die Schule. Sollen sowas wie Ahnenforschung machen und sollen einen kleinen Aufsatz schreiben, was denn so die Hobbys unserer Eltern waren und wo die denn so herkommen. Und ja, bei Papa weiß ich das ja alles, aber bei Mama ist das ja schon irgendwie, wo kam denn Mama her? Harper, vielleicht ist es an der Zeit, dass du das erfährst. Deine Mutter kam aus dem Reservat. Ha! Dachte mir.
Also ja, schon mal die Idee dazu. Wie kam sie denn hierher? Naja, es ist noch gar nicht so lang her. Also sie scheint zu überlegen, 18, 19 Jahre. Du denkst mal kurz so zurück, wie alt dein Bruder ist und bemerkst ja. So, ja, das ist so ein bisschen deckungsgleich. No? Ja. Ja. Und ja, sie war deine Großmutter, also du merkst diesen nostalgischen Blick und dieses leichte emotionale Aufwallen bei ihr. Nun, deine Mutter war wie ein wildes Pferd. Deine Mom war einfach wie eine Naturgewalt, wie ein Sturm. Und als sie deinen Vater getroffen hat, hat sich dein Vater sofort in sie verliebt. Dein Opa war damit überhaupt nicht einverstanden. Gar nicht. Aber meinst du, das hätte deinen Dad davon abgehalten? Ja, scheinbar nicht, ne? Sonst wär mein Bruder und ich ja auch nicht da. Das ist richtig. Aber haben denn nicht, gibt nicht immer so ein, endogenen Namen, wenn man irgendwie aus dem Reservat kommt, hat man da nicht immer so einen Namen oder sowas? Weißt du denn zufällig, wie Mama sie sich damals genannt hat? Nein, ich habe deine Mom nur unter dem Namen kennengelernt, den du auch kennst. Okay. Ich habe einen Anhänger von Mama gefunden, eine Krähenfeder. Weißt du da was drüber? Ihr Blick wird etwas starr und sie schaut dich etwas durchdringender an. Die Stille, die auf diese Frage folgt, wird leicht unangenehm und deine Nackenhaare stellen sich schon langsam auf. Wo hast du den her? Ote, wo habe ich den nochmal her? Das war die Krähe. Ah, der war bei der Krähe um den Hals, ne? Genau. Den hat mir ein Tier gebracht. Ich meine, ich habe mich schon immer sehr gut mit Tieren verstanden, aber diesmal kam eine Krähe und hatte diesen Anhänger um den Hals. Und ich verschweige, dass die dann gestorben ist, aber die hatte den Anhänger um den Hals und auf Fotos habe ich den wiedererkannt. Okay, zeig ihn mir. Ich zeig ihn ihr. Es tut mir leid, es ist doch überhaupt kein Schulaufsatz. Eigentlich, ich bin nur neugierig. Sie reißt dir die Kette fast aus den Händen und blickt diese Kette an. Dieser Unglaube in ihren Augen und diese Fassungslosigkeit, die sie umgibt wie ein feiner Nebel, lässt dich ebenfalls verstummen. Als sie ihre Hand ganz fest um den Anhänger herumballt zu einer Faust. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht ihrer sein. Ja, ich habe jetzt kein Foto dabei. Aber doch, ich habe ein Foto von den Eltern dabei. Mhm. Ich hole das Foto meiner Eltern raus und zeige auf den Anhänger, den die Mama hat, und halte den dann, oder zeige das Foto nochmal. Sie hat ihn noch in der Hand. Also eindeutig zu erkennen. Harper, wie bist du an die Kette gekommen? Ja, nochmal, das war eine Krähe, die uns ins Klassenzimmer flog und dann auf dem Pult nochmal ganz komische Laute gemacht hat. Todeslaut, aber das erzähle ich nicht. Sie springt auf, greift dich grob am Arm und zerrt dich hinter sich her. Und ich bin schon größer als Oma, aber gut. Ja, ja, aber du wirst dich ja nicht dagegen wehren. Also, nein, um Gottes Willen. Ja. Okay, also tatsächlich, also du merkst diese Entschlossenheit und jeder Schritt wird für dich schwerer, denn du weißt, deine Mom und dein Dad sind ja nicht auf dem Friedhof beerdigt, sondern die sind auf der Farm.
in einem kleinen Stück Wald beerdigt. Mhm. Und du merkst, wohin dich dieser Weg, den sie dich gerade entlang zerrt, führt. Oh, nee. Immer oh, nee. Weiter in Richtung. Ach. Drecksack. Also die bringt mich jetzt zum Grab meinen Eltern, ja? Ist das, worauf du hinaus willst? Ja, ganz ja? Genau. Okay. Mhm. Ich zieh nochmal am Arm. Oma, ich kann alleine gehen. Was soll das denn jetzt hier? Ja, ich weiß, wo du hin willst. Aber ich gehe alleine. Also du zerrst seinen Arm zurück. Du merkst, wie sie schwankt, weil sie aus dem Gleichgewicht gerissen wird. Und du bemerkst, dass ihr Straucheln auch so ein bisschen von einer Kraftlosigkeit herkommt. Also von sie ist sich unsicher in ganz vielen Dingen und am Zweifeln und zögert kurz. Wo willst du denn hin, Oma? Zum Grab. Ja, aber was wollen wir denn da? Ich will sehen, ob da alles in Ordnung ist. Wir buddeln doch erst Mama nicht aus. Sie blickt dich an. Natürlich nicht, aber ich will sehen, dass das Grab unangetastet ist. Ach so, okay. Ja, da hatte schon Angst, Oma. Okay. Und tatsächlich dreht sie sich wieder entschlossen von dir weg in Richtung eben des Bereichs, wo mehrere Grabsteine stehen, so. Ne? Du weißt, da ist eure ganze Verwandtschaft, die ganze Familie seit 1840, 1830 ja. Irgendwas so begraben, ne? Und ja. Also ähnlich einer Krypta. Ja, halt einfach eine große Fläche mit einfach mehreren, genau. Also wie der Familienfriedhof, genau. Ja. Und ihr kommt dort an und sie blickt sich um und geht dann sehr zielstrebig zwei Schritte in Richtung der Gräber deines Vaters und deiner Mutter und bleibt dann stehen. Wie als wäre sie gegen eine Wand gelaufen. Was sehe ich da? Tatsächlich nichts. Also, ich gehe zu Oma, stütze sie und gucke das Szenario an. Mhm. Oma, was ist denn los? Ich war schon jahrelang nicht mehr hier. Ich habe deine Mutter und deinen Vater schon so lange nicht mehr besucht. Jeden Sonntag besuche ich sie. Aber ich weiß, du warst wirklich lange nicht mehr da. Ihr Gesicht ist traurig und starr. Und könntest du bitte nachgucken, ob alles in Ordnung ist? Ja, natürlich. Völlig außer Frage. Genau, ich gehe ans Grab und guck mir die Situation an. Und was sieht Harper? Alles unscheinbar. Es ist nichts kaputt oder. Sekunde, muss mich mal kurz hier einlesen im Chat. Was der Chat so sieht. Das Grab ist unbeschädigt. Es ist genau, alles in seinem Originalzustand, stehen Blumen oben drauf. Wenn man davon ausgeht, dass ich da jeden Sonntag war, sieht das so aus wie immer. Wenn besagter Anhänger scheinbar, dann muss ich mit Oma nochmal reden, da drinne ist, dann ist er das nicht mehr auf mysteriöse Weise. Mhm. Genau. Ja, okay. Gut. Deine Oma stützt sich tatsächlich gegen einen Grabstein. Du weißt, dass das der Grabstein ihrer Eltern ist, also deiner Urgroßmutter und deines Urgroßvaters. Ja. Genau. Und blickt halt zu dir rüber. Ich würde mal, ja,
Nee, ich hatte überlegt, das Grab zu untersuchen, ob da irgendwas besonders ist, aber ich. Nee, das ist das Grab meiner Eltern und Großeltern und so. Was steht denn auf dem Grabstein von Mama? Das ist ja ein gemeinschaftlicher Grabstein, die sind ja beide zusammen beigesetzt worden und es steht halt drauf, einem geliebten Sohn und einer geliebten Tochter, Eltern von und dann halt geboren dann und dann und gestorben dann und aber dann. Aber sind die nicht irgendwie indogene Zeichen, irgendwas? Mm-mm. Indigene, nee. Nicht indogene, mm-mm. Indigene. Mm-hmm. Nein, ist nichts drauf. Okay, ja, hätte ja sein können, also was, ne? Ja. Ja, ich glaube, bin mit der Situation fein. Ich würde Oma weiterhin stützen und mit Oma reden. Mhm. Ja, also du gehst wieder zu ihr und stützt sie dann wieder und ist alles okay? Ja, ja, ja. Ist bei dir alles in Ordnung? Du bist fast eben. Ja, sie sackt so ein bisschen in sich zusammen, als hätte sie all das unglaublich angestrengt. Du stützt sie ja, deswegen klappt sie nicht zusammen. Ja. Und ach, Schatz. Weißt du, das war damals einfach eine schlimme Zeit und dann waren dein Bruder und du direkt hier und. Wie sich dein Vater und deine Mutter kennengelernt haben, war auch schon verrückt und ja, was soll ich sagen? Ich habe meinen Sohn verloren und ich habe meine Schwiegertochter verloren und. Ja, aber erklär mir doch erstmal, warum wir jetzt hier sind. Weil ich. Wenn du den Anhänger hast. Deine Mom ist damit begraben worden. Dann muss ist ja das jemand. So? Dann, ja. Das hast du mir noch nicht gesagt. Deine Mutter ist damit begraben worden und eine Träne rinnt ihr runter und das stand in ihrem letzten Willen. Was begrabt mich mit dem Amulett? Sie soll mit ihrem Schmuck begraben werden, genau. Und wir haben dieses. Wir haben das erfüllt. Ich weiß es, weil ich habe ihr die Kette umgelegt am Tag der Beisetzung. Ja, dann gibt es wahrscheinlich zwei. Oder es ist vielleicht so ein Gegenstück. Oder, keine Ahnung. Ich schaue mir die Kette nochmal genauer an. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine Kette gesehen und ich weiß, sie war handgefertigt. Wie sollte es davon zwei Stück geben? Guck, sie mit ihrem knochigen Finger zeigt sie auf eine bestimmte Stelle an der Kette, ja. Wo sie tatsächlich so ein bisschen, wo die Rillen von der Feder so ein bisschen abgeschliffen sind. No? Mhm. Also wo es ein bisschen glatter ist als normal. Das hatte deine Mom. Immer wenn sie nervös war, hat sie die Kette in der Hand gehalten und hat daran so ein bisschen gespielt und macht dabei so eine reibende Bewegung. Mhm. Ja, kann sein. Aber, keine Ahnung, vielleicht hat jemand die Gräber geöffnet und wieder zugemacht? Sieht das so aus? Ich weiß es nicht. Oder jemand. Also, vielleicht kann man sie sich das auch reingraben oder so? Deine Eltern sind mehr als 6 Feet under. Ja, ich habe gerade an irgendwelche Tiere gedacht, die das vielleicht ausgebuddelt haben oder so. Zum Beispiel so ein Maulwurf oder sowas. Sie zuckt hilflos mit den Schultern. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Oma. Ich weiß nur, dass das der Anhänger von Mama ist. Ja, und ich bin mir sicher, dass das der Anhänger deiner Mama ist. Und was möchte Mama mir denn damit sagen? Wenn du jetzt ich wärst und würdest einen Anhänger bekommen von Uroma, während
Keine Ahnung. Was würdest du dann denken? Die Uroma ist tot, Papa. Ja, und deine Mom ja. auch. Ja, ich merke schon. Not helpful. Ja. Sie guckt dich an und wird dabei so ein bisschen krumpelig, als dir sagt, ey, du bist nicht hilfreich. Ich würde, glaube ich, noch mit Oma ein bisschen reden, aber den anderen jetzt auch mal wieder das Narrativ zurückgeben. Ja, wir können ja später nochmal drauf eingehen, auf das Grab. Vielleicht gibt es da irgendwas, was man später nochmal hilfreich sieht. Mhm, okay. Gut, also du kehrst erstmal mit deiner Oma zurück, trinkst noch deine Limonade und deine Oma vertieft sich sehr, sehr nachdenklich in Näharbeiten, die Hosen deines Großvaters zu flicken. Genau, also wir haben ja darüber gesprochen, sie hat keinen besonderen Namen, sie hat auch nicht ein besonderes, will mit ihrem Schmuck begraben werden, hat aber auch nicht irgendwie... Ja, irgendwelche besonderen, wie sagt man, ja, Hinweise auf den Schmuck geliefert oder irgendwas. Also, so. Von daher erstmal fein, einfach nur, ja, mit Oma drüber gesprochen zu haben. Wir blenden über zu Sam, Lisa und Steven. Sam, ihr seid gerade mitten im Gespräch. Wie endet dein letzter Satz? Ja, aber guck mal, das meine ich im Buch gesehen zu haben, dieses Zeichen. Weißt du denn noch wo? Naja, wir waren ja zuerst nur am Anfang. Wenn ihr jetzt hinten geguckt habt, war ich ja nicht dabei. Also es muss irgendwo, ich glaube, die ersten 10 Blätter oder so. Das hast du beim letzten Mal gesehen. Ja, lass mal gucken. Also zumindest so ähnlich oder sowas. Also da, wo das Ritual beschrieben wird mit diesen Tanzschritten und ja, ich sonstiges, mein, was ich da rausgefunden hatte. Okay? Ja, wir gucken einfach gerade mal. Das müsste irgendwo da sein. Ich klappe meinen College-Block erstmal zu und wir blättern nach vorne. Und suchen das Symbol. Okay, Lisa, was findet ihr bei dem Symbol? Was ist das denn für ein Symbol? Sam, beschreib mir das nochmal genau. Also das war so geschnörkelt, sah aber trotzdem aus wie eine Schlange und dann hatte es aber auch so Zacken und ich würde fast sagen, das ist so wie... Cremefüße, aber ich bin mir nicht sicher. Es sieht für mich fast aus wie ein Fabelwesen, aber es ist ja eigentlich nur ein Symbol. Warte mal. Lass mich noch mal gucken und ich nehme jetzt das Buch in die Hand und blätter so und dann lande ich auf so einer Seite, wo so ganz viele verschiedene Zeichnungen sind. Unter anderem so eine Bärentatze, die so verschnörkelt ist und da sind so ein paar Tanzschritte und diese Krähenfüße mit so einem... Ben, kannst du dich einmal muten bitte? Sonst höre ich mich die ganze Zeit doppelt. Und die Krähenfüße, die halt so verschnörkelt sind und dann scheinen da noch irgendwelche Klauen oder so zu sein, irgendwie, keine Ahnung. Und immer sind da so komische Zeichnungen bei, die so ein bisschen wirken wie so eine Aufstellung. Es sind immer 4 oder manchmal 5. Das könnten Personen sein oder das könnten irgendwelche Gegenstände sein.
Und die sind immer so in unterschiedlichen Positionen, je nachdem, was das halt für Symbole sind. Also bei den Bären sind die halt so ein bisschen im Kreis und bei den Krähen sind sie mehr so in so einer Zickzacklinie. Und sind sie halt so irgendwie, weiß nicht, guckt man hin, so 5 oder 6. So genau kann ich es gar nicht erkennen, weil die halt alle so ineinander laufen, so ein bisschen. Und aber es ist natürlich keine Überschrift oder sowas drüber. Das heißt, ich versuche so ein bisschen rauszufinden, ja, wozu das gehören könnte oder was das bedeuten könnte, weil das scheint ja irgendwie sich auf was anderes zu beziehen. Also es muss ja irgendwie so quasi eine Aufstellungserklärung oder also so eine Positionserklärung quasi sein zu irgendwas anderem. Und dann gucke ich mir die Seite davor an, und das scheint tatsächlich irgendwie ein Teil zu sein von diesem Ritual, was Minerva Blackhand damals gemacht hat. Also es scheint irgendwie ein Teil zu sein dessen, was er damals gemacht hat, um diesen Friedhof da zu weihen. Es sind auf jeden Fall die einzelnen Grabsteine irgendwie so aufgezeichnet. Nicht alle von den Bildern von Sam, aber so ein paar. Und also weiß ich nicht, wenn ich mir so die Grabsteine von den Bildern angucke und wenn ich mir so die Grabsteine in dem Buch angucke, dann wirkt das so, als würden die sich zuordnen lassen zueinander. Mhm. Guckt mal, seht ihr das? Also ich finde, da auf dem Bild, das sieht so ein bisschen aus wie im Buch, das da. Aber das passt eigentlich nicht, weil das nicht am gleichen Ort, also ne, so auf dem, könnt ihr das erkennen? Versteht ihr, was ich meine? Das sieht echt ähnlich aus. Wie meinst du nicht am gleichen Ort? Naja, wenn man den Friedhof jetzt so rumnimmt, dann passt es nicht mit dem Grabstein da und der Zeichnung da. Und wenn man das so rumnimmt, dann passt es auch nicht. Und egal, wie ich es schiebe, die passen nicht überein. Aber theoretisch, finde ich, sehen diese Symbole sich schon ähnlich. Ist es vielleicht wieder spiegelverkehrt? Weil das hatten wir ja schon mit der Schrift. Habt ihr einen Spiegel da? Ich. Ich gebe auch gerne einen Token aus, um einen nützlichen Gegenstand in meiner Umgebung zu finden. Meine Tasche. Du hast einen Spiegel dabei. Ich glaube, den habt ihr sogar schon verwendet. Ja, den haben wir schon verwendet. Mhm. Da, guck, da, hier. Ich halte so den Spiegel und versuche das so irgendwie zu machen, dass die anderen beiden das sehen können. Ich muss es jetzt nicht sehen, weil das würde, glaube ich, das einfach nicht funktionieren, wenn alle drei gucken wollen. Okay, sagen wir, wir schauen uns das näher an, oder? Ja. Hm. Weiß nicht, irgendwie. Findest du jetzt, kommt's hin, Steven? Schon eher, aber du musst überlegen, dass das wahrscheinlich schon älter ist, das Bild, was da gezeichnet worden ist, und der Friedhof in der Zwischenzeit ja auch mal verändert hat. Neue Gräber. Bestimmt. Und so weiter und so fort. Könnte schon hinkommen. Aber das würde bedeuten, dass dieses Ritual auf jeden Fall auf dem Friedhof abgehalten werden muss. Ja, aber was bedeuten diese einzelnen Zeichen, die ganz komisch angeordnet sind, zu jedem, und was bedeuten die einzelnen Symbole? Also was ist die Krähe und, also ich sag da jetzt einfach mal Krähe zu, und was ist diese Bärentatze und... Oh, wie groß ist die Bärentatze? Ich schau mir das mal an. Ist das wirklich so eine richtig große Bärentatze oder eher so eine kleine?
Weiß nicht. Ich tendiere jetzt zu einer kleinen. Ich habe nämlich eine Idee. Also wenn die Krähenfüße die Krähe darstellen und diese Tatze und die anderen Sachen auch noch andere Tiere, ist total verrückt, ich weiß, aber Harp hat einen Anhänger mit einer Krähenfeder. Der könnte die Krähe sein. Ich habe eigentlich ein total nettes Frettchen. Betonung auf eigentlich. Die haben so Abdrücke wie Bären, nur halt kleiner. Und jetzt müssen wir nur herausfinden, was die anderen Zeichen sind. Vielleicht passt das mit euch auch zusammen. Vielleicht wussten die damals das schon. Sam, meinst du nicht, das ist ein bisschen weit hergeholt? Also ich glaube ja nicht an so Zukunftskram. Woher sollen die denn wissen, dass es uns irgendwann mal geben wird? Der Gedanke gefällt mir irgendwie. Moment. Ich ziehe aus meiner Tasche ein Foto hervor, wo man nicht eindeutig ein Gespenst sehen kann. Halt dir das vor die Augen und sag, willst du jetzt etwa behaupten, diese Figur, die da zu sehen ist, ist kein Gespenst? Ich guck dich ein bisschen kritisch an. Ja, da sieht man doch, dass da ein Gespenst drauf ist. Oder zumindest irgendwas. Aber es war, als ich es fotografiert habe, damals in New York, definitiv kein Mensch da. Und eine Rauchschwade ist es auch nicht. Es ist kein Gulli drunter. Sam. Steve grinst so irgendwie. Was denn, Lisa? Klingt das zu abgedreht? Also ich finde, das klingt gut. Lass mich eure Stimme der Vernunft sein. Moment, hast du genug getrunken? Ich muss deinen Hals ein bisschen feucht halten, wenn du das wirklich machen möchtest. Du glaubst mir nicht. Ich merke das schon. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ach, keine Ahnung, ich glaube einfach nicht an diesen Vorbestimmungs- und Vorherbestimmungskram und so. Aber du siehst doch, wo wir gerade drin sind, also von der Sache her. Also im Grunde schon. Davor kannst du jetzt nicht deine Augen verschließen. Irgendwas passiert, irgendwas ist komisch, Tiere mögen uns nicht, wir träumen blöd. Und irgendwie hatte ich recht mit meiner Vermutung ganz am Anfang. Hab es irgendwie so ein Halbindigener oder Viertel oder was auch immer. Ja, aber guck mal. Erinnert ihr euch daran, dass Menava noch Geschwister hatte? Wie viele waren das denn nochmal? Vielleicht. Was sollen wir denn mit, also meine Mom, mein Dad, mein Grandpa, die haben nichts mit den indigenen Völkern zu tun gehabt. Aber auch nicht. Also aber ich komme ja gar nicht von hier, ich komme ja von ganz weg. Siehst du, Sam, sei doch vernünftig, was sollen wir denn damit zu tun haben? Aber vielleicht hatten die... Wenn man aber das Märchen mal so ein bisschen heranzieht, was ich euch ja gezeigt hatte, muss es ja vielleicht auch nicht zwingend was mit, ich nenne es mal, dem Geburtsrecht zu tun haben. Wir können ja auch wiedergeborene Seelen sein. Das passt. Das passt sehr ins Indigene. Naja, aber zumindest irgendwie sowas wie für jedes Geschwisterkind oder für jedes Kind, was sie hatten, gibt es eine Tierlinie oder sowas. Vielleicht finden wir sowas wie einen Stammbaum im Buch. Und die haben sich dann in irgendeiner Form halt über ganz Amerika verteilt oder über ganz... Oh, hilf mir kurz, Ohio? Idaho, Entschuldigung. War fast richtig. Über ganz Idaho verteilt. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich solche Wurzeln habe. Wenn das
Zeichen wirklich für ein Frettchen steht. Und ich kenne hier definitiv niemanden, der sonst ein Frettchen hat. Aber du weißt ja nicht, vielleicht hat eine von den Geschwistern ein Frettchen als Totem gehabt oder so. Und du fühlst dich einfach diesem Geschwister da besonders nahe. Außerdem, Sam, wie kommt es eigentlich, dass deine Eltern hier ein Haus gekauft haben? Oder war das schon immer in eurem... Manchmal auch. War das schon immer in eurem Besitz? Vielleicht kommen ja irgendwie, vielleicht hast du ja auch irgendwelche Indigenen. Aber ich auf jeden Fall nicht. Kurz ins Discord, Sam. Ich gucke kurz ins Discord. Einen Augenblick. Beziehungsweise, kannst auch in den Chat gucken. Eine Geisterstimme spricht zu dir. Das Bild redet mir einen Quatsch. Also, das Haus haben wir eigentlich schon immer, glaube ich. Aha. Und, ich fürchte, du hast recht. Wir kommen ja eigentlich doch von hier. Also, nicht ich. Nicht wirklich. Aber wahrscheinlich irgendwie meine Familie. So, also ich habe keinerlei Verbindung zu irgendwelchen Tieren, aber du und Harp, ihr habt es halt. Keine Ahnung, vielleicht hast du auch irgendeine Verbindung dahin, aber ich fühle da überhaupt gar nichts und ich fühle mich da auch gar nicht hin verbunden. Ich finde es einfach nur spannend, vor allem, weil es in Büchern steht. Ich finde es nicht nur spannend, ich finde es halt gerade schrecklich, dass Silver mich nicht mag. Das geht einfach nicht. Das war das liebste Tier ever. Ich konnte alles mit dem machen. Und jetzt darf ich ihn nicht mehr gefühlt angucken. Es bricht mir das Herz. Vielleicht hatte er heute Morgen einfach nur schlechte Stimmung. Lass uns doch mal... Fahr doch einfach mal nach Hause und guck. Vielleicht geht es ihm ja besser. Just in diesem Moment hört ihr das klackernde Rasseln einer Kette eines Fahrrads und durch die Schotterwege, die klingelt so ein bisschen, als Harper wieder angeradelt kommt, mit so einem Beutel über der Schulter, aus der es auch so ein bisschen glasig immer wieder aneinander klingt. Denn Oma hat ihm für ihn und seine Freundin natürlich ein bisschen Zitronenlimo eingepackt. Und wie es hier weitergeht, sehen wir dann gleich nach einer kurzen Pause, in der sich bestimmte Personen etwas zu trinken holen. Und genau. Also, für YouTube, ihr kriegt das nicht mit, es macht gleich Cut und dann geht's weiter. Für alle anderen, wir gehen in die Pause und wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück hier bei Willowbrook und den Geheimnissen rund um den Tierflüsterer. Und der Narrativ geht wieder zurück zu den Spielern. Was wollt ihr denn jetzt machen? Ihr habt selber ein paar Hinweise zusammengetragen, habt schon Dinge getan und Ich komme mit quietschenden Reifen erstmal an, mach so ein U-Turn, so weep, und so eine Handbremsdrehung, das macht man einfach mit einem Bike. immer so gerade mit Rücktritt, volle Granate reintreten und dann so eine Drehung machen. Und dann schmeiß ich das Bike in den Boden und würde dann einfach zu euch gehen und euch erstmal so die ganzen Sachen, ja, hier, meine Oma hat wieder mitgebracht. Also, was heißt mitgebracht? Ich soll es euch geben, also hier. Und ihr kriegt natürlich Essen und Trinken von der Oma. Danke. Und, Danke. Ja, da ist auch irgendwie diese Sachen drin. Aber ich, was ich euch erzählen wollte, Mama war eine, Oma hat gesagt, die Mama kam eigentlich aus dem Reservoir. Das passt ja mit dem überein, was wir ja schon rausgefunden haben. Ja, das dachte ich auch gerade. Ja. Mit der Vermutung, die wir hatten, sagen wir mal so. Genau, aber es war eine Vermutung. Es ist halt jetzt gesetzt. Oh. Und
Aber die Mama sagte, und jetzt kommt der zweite Punkt, dass dieses Medaillon Mamas Medaillon ist. Und man sieht hier auch an der Kante, und ich zeige euch die Kante, den Abrieb da, dass das, also da hat sie immer dran rumgeknibbelt. Und eigentlich, naja, eigentlich ist es so, dass sie, dass es mit ihr beerdigt worden ist. Hä? Was? Moment. Was? Ja, genau. Und Oma hat mich dann an das Grab gezogen und dann sind wir zum Grab gegangen, aber das Grab war unversehrt. Und ich habe jetzt überlegt, ob das vielleicht durch Tiere oder so ausgebuddelt worden, aber ich gehe ja jede Woche zum Grab und irgendwie, ja, da ist auch irgendwie nichts und ich weiß auch nicht. So viel zu dem Thema, es gibt nichts Mysteriöses. Aber ich hatte jetzt überlegt, ob es vielleicht, nochmal ein zweites Medaillon gibt oder so. Oder ob das so ein Zwillingsmedaillon ist, was, wenn das eine passiert, das andere auch mitkriegt oder keine Ahnung. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Das war in irgendeiner Fantasy-Geschichte von Steven drin, ne? Aber wenn du doch gesagt hast, das hat genau die Merkmale, wo deine Mama immer dran gerieben hat, dann kann es kein anderes sein. Dann ist das von deiner Mama, so wie du es auch schon vermutet hast. Das würde ich auch sagen. Ja, in der Fantasy-Geschichte von Steven war das so, dass man, wenn man an einem gerieben hat, das andere auch matt wurde. Oder irgendwie so. Oder wenn also das eine zwei, die eigentlich eins sind. Ja. Das ist physikalisch nicht möglich. Das haben wir ja nicht gesagt, dass es physikalisch möglich ist. Genau, also die waren sozusagen verbunden. Wie ja, Gedanken die oder so. Zwillinge. Also man sagt es genau. Auch, naja gut, wenn du den einen boxt, spürt der andere das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber man sagt ja auch, dass die miteinander verbunden sind. Irgendwie. Irgendwie, genau. Ich meine, wir konnten doch bis jetzt alles gut erklären. Oder? Wie kannst du dir die Tiere erklären, die nicht, die schlecht auf uns reagieren? Mhm. Das hat ich meine, dass was wir ein Albtraum. Ja, oder dass wir einen Albtraum haben, nachdem wir auf einem Friedhof sind, mag für euch ja okay sein, aber für mich nicht. Ich bin wesentlich öfters auf dem Friedhof gewesen als ihr. Hast du denn bisher schon irgendwas geschändet? What? Nein. What? Also, naja, natürlich sind wir halt auch in eine Krypta reingegangen. Wir haben dafür jetzt vielleicht auch mal ein Schloss geöffnet. Hast du denn Sachen mitgenommen? Naja, Kerzen. Na, Kerzen sind Verbrauchsgegenstände. Aber wir haben das Buch von da geklaut. Das sind auch Verbrauchsgegenstände. Zumindest für Lisa. Verbrauchsgegenstände. Eine Kerze ist irgendwann weg. Ein Buch ist nicht irgendwann weg. Wenn man ein Buch gut behandelt, dann können die tausende Jahre alt werden. Ja, so wie das da. Wenn ich die Kerze immer auslasse? Ach, okay, ich lasse es. Also, ich spreche jetzt mal und versuche das mal halbwegs logisch zu erklären. Hab scheint ja irgendwie indigene Wurzeln zu haben. Zu 50%. Minimum. Hä, wieso? Dein Dad ist doch... Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Bei der Mama wusste ich es auch nicht. Und beim Papa, ich traute mir alles zu. Hä, aber das hätte deine Oma dir doch erzählt. Nee, die Oma ist mit der Sprache wirklich nicht gerade freiwillig rausgerückt. Also vor allen Dingen, weil Oma und Opa noch leben und du siehst ja, dass die indigen oder nicht indigen sind, oder? Dann könnte der Vater ja nicht mal halb indigen sein, sondern gar nicht. Ja, aber 51%, egal. Ja, okay. So, zu einem gewissen Prozentsatz. Nochmal. Hab scheint irgendwie zu 50% indigene Wurzeln zu haben und hat irgendwie diese Verbindung zu diesem Schmuckstück, das irgendwie, wie auch immer, durch Umstände zu ihm gekommen ist. Vielleicht ist das in irgendeiner Form als Schutzmechanismus aktiviert worden, dadurch, dass wir
diesen Friedhof, diese Ruhestätte für die Tiere, die in irgendeiner Form schamanisch irgendwelche Totemtiere oder so gewesen sind, geschändet haben. Wir haben das Buch mitgenommen, das darf man nicht, wir haben was geklaut. Also haben wir quasi vielleicht das eine, also ein Schutzmechanismus für diesen Friedhof ausgelöst, dadurch, dass wir das mitgenommen haben. Das Hab quasi derjenige, der das eigentlich ausgelöst hat und auf der bösen Seite ist, in Anführungszeichen, sozusagen gleichzeitig auf der guten Seite ist, nämlich dafür, um das, diesen Schutz wiederherzustellen. Das ist vielleicht einfach Zufall. Wir haben noch nicht versucht, das Buch wieder zurückzulegen. Ja, 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 bevor wir aber Dinge zurücklegen, können wir nochmal, also, ich möchte nochmal, wir wollten mal in dieses Heimatmuseum. Ja, das hat für heute zu. Das ist richtig. Und wahrscheinlich ist da ja auch der Chef vom Heimatmuseum. Und das ist ja der Mann auf dem Quad gewesen. Mm-mm. Es gilt also rauszufinden, ob der da einen freien Tag hat. Weil ich glaube nicht, dass der amused ist mehr. Also das. Ja, aber hast du dir was falsch gemerkt? Der auf dem Quad, das war doch hier der Smith. Der ist ja doch nur Frosch. Dann von diesem Heimatverein. Verein. Ja, doch nicht so, ja. Zu tun. Ja, okay, ich hätte jetzt einfach, ich dachte, der Heimatverein wird von dem Heimatmuseum. Nein, das Heimatmuseum wird vom Heimatverein befördert. Nein. Das bin ich jetzt einfach ausgegangen. Ich dachte, nein, aber dann nicht. Obwohl der so viel damit zu tun hat. Das ist ja krass. Und ganz kurze Anmerkung, er ist auch einer der älteren Generation der Smith-Familie, denen ja auch Teile der Ölförder-Einrichtungen gehören. Ja, ja, das ist gut, weiß ich. Gut, wollte ich nur noch mal für die Gruppe noch mal ganz kurz anmerken. Danke. Aber guck mal, wir haben doch hier verschiedene Symbole. Die scheinen doch in irgendeiner Form zu diesem Friedhof zu gehören. Vielleicht können wir das ja irgendwie zuordnen. Guck mal, Maggie hat, Sam hat ein Frettchen. Und diese Tatze, die sieht so ein bisschen so aus wie das da. Und ich zeige auf dieses Symbol, was wir eben aufgeschlagen hatten. Und vielleicht kriegen wir ja. Also meine Theorie ist, lass uns doch mal gucken, ob wir in dem Buch irgendwas finden, was so ein Stammbaum oder so ähnlich ist. Guck mal, die Namen vergessen von der Person, die wir im Buch gefunden haben. Nein. Meinst du die Dame im Rathaus? Mhm. Ich bin leider nicht aufgeschrieben, die Dame. Entschuldigung. Und aber SL, wir wissen ja, wen du meinst. Der SL bräuchte sein Wiki. Ja, ich Den Link können wir mal im Chat posten, dann können wir selber alle lesen. Aber die hat uns ja geholfen und die war ja schon sehr hilfsbereit. Aber ich weiß ich nicht, ob wir die wieder fragen sollten. Die hat uns schon so viel geholfen. Naja, also. Aber was ich meinte ist, dass sie uns doch erzählt hat und dass wir doch auf den Bildern gesehen haben, dass es verschiedene Geschwister gab. Und wenn der Menava sozusagen der Vorsitzende oder dieser Beschützer der Tierwelt war, dann wird er doch irgendwie, spätestens dann, als er in den Krieg gegangen ist, irgendwelche Vorkehrungen getroffen haben, vielleicht um seinen Wald zu schützen. Und vielleicht war das irgendwie sowas wie, dass er einzelne Aufgaben oder so an seine Geschwister weitergegeben hat. Vielleicht müsste man mit jemandem sprechen, der den sogar gekannt hat, der vielleicht mit dem im Krieg war oder so. Wann war das denn? Also 1940. Also, es ist ja eigentlich noch gar nicht so lange her. Ja, eben.
Ja. Also, mein Opa war im Krieg. Ich weiß nicht, ob er mit dem zusammen im Krieg war. Ob er den gekannt hat. Ob das der gleiche Krieg war? Keine Ahnung. Sobald Opa davon Unwahrscheinlich. Erzählt, sobald Opa davon erzählt, höre ich nicht mehr so richtig zu. Naja, ja. Überleg doch mal, wenn man nachrechnet. Opa war damals ein junger Mann. Und das ist jetzt 60 Jahre her, nee, 50 Jahre her, oder? Ist das dann nicht? Nee. Doch, keine Ahnung. In Mathe bin ich nicht ganz so gut wie in anderen Sachen. Naja, ich weiß ja jetzt nicht, wenn du sagst, dass dein Opa vielleicht das nicht erzählen will, wie das bei Steven ist. Aber ich weiß, dass meine Oma halt immer gerne von früher erzählt. Und ich glaube, Opa war auch im Krieg, aber der ist halt nicht mehr da. Also ich hab noch, pass auf, Folgendes. Wir haben ja noch hier die Zitronenlimonade. Und wir können ja mit der Zitronenlimonade einfach mal zu einem eurer Großeltern gehen. Und dann können wir sagen, das ist von meiner Oma und die lässt lieb grüßen und wollte über Folgendes reden. Und dann können wir ja mal irgendwie was rausfinden. Vielleicht meine Oma nicht. Du könntest mir vielleicht zu meiner Oma gehen. Ja, wir nehmen die am Zitronen am liebsten mögen. Meine vielleicht gibt es ja jemanden, der Zitronenlimon nicht mag und dann würden wir auf... Meine mag lieber Tee. Und was ist mit Tee? Nee. Der trinkt immer nur Bier. Ja, war ja nur eine Meine Idee. Oma ist in der Kirchengemeinde, also die trinkt alles. Ein Schnäppchen. Und was ist, wenn wir einfach alle Großeltern zusammenbringen? Bingo Night? Weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen zu viel Großeltern, um genau zu sein. Aber ja. Vielleicht, es klingt vielleicht blöd, aber vielleicht keine schlechte Idee. Wir können ja zu Kaffee und Kuchen einladen. Und alte Menschen reden immer sehr gerne. Vielleicht. Ja, ich würde dann etwas anderes ja machen fahren. Wollen, aber das ist eine ganz gute Idee. Vielleicht müssen wir das nur kurz anstoßen und dann reden die von alleine darüber. Hoffentlich nicht zu viel von Krankheiten, aber... Was ist denn, warst du ehrlich deiner Oma gegenüber? Oder wir könnten diese Idee nochmal aufgreifen, weswegen wir auch in das Stadtarchiv gekommen sind. Also wir müssen unsere Großeltern interviewen für irgendeinen Aufsatz oder so. Und dann bringen wir die einfach alle zusammen. Ich war ehrlich meiner Oma gegenüber und habe ihr gesagt, dass ich einfach nur neugierig bin. Aber ja, ich habe erst angefangen mit irgendeiner Lüge und eigentlich habe ich Oma nie angelogen und dann habe ich gesagt, ich bin ehrlich. Der kannst aber alles erzählen. Meiner Oma auch. Okay. Okay, dann locken wir die einfach alle zusammen und unter dem Vorwand, dass wir ein Interview machen sollen und wenn wir dann alle zusammen haben, dann sind wir ehrlich. Ehrlich ist sowieso besser. Hm. Ja, kommt drauf an, ne? Also. Lügen haben kurze Beine. Allerdings. Eieieiei. Hab also pass auf, was du sagst. Nachher verlierst du die noch. Ich weise nochmal auf meine langen Beine hin. Aber ja. Noch. Bist ja noch jung. Okay. Wollen wir das dann? Ja. Wann wollen wir das dann machen? Wollen wir das dann auf morgen machen? Oder, weil ich denke mal, heute wäre es wahrscheinlich kurzfristig. Und dann brauchen wir auch noch einen Ort. Ich weiß nicht, ob Opa morgen schon Zeit hat. Der muss sich immer so viel um unsere Kiddies kümmern, also um meine Geschwister. Lass uns das doch einfach fürs Wochenende planen. Und morgen können wir ja nochmal. Morgen können wir nochmal ins Heimatmuseum. Oder wir gucken nochmal, ob wir in einem Buch noch was finden, wie, keine Ahnung, ja, so eine familiäre Geschichte über die Black Hands oder so ein Stammbaum oder sowas. Okay. Das also sprich, gut. Wir gucken, dass wir dann für den Samstag einen
Interviewtermin mit unseren Großeltern organisieren. Ist immer noch die Frage, wo. Ja, am Wochenende ist gut, da sind meine Eltern zu Hause. Die Frage, wo wollen wir denn uns mit unseren Großeltern treffen? Wartet mal. Ich glaube, meine Eltern sind das Wochenende nicht da. Das wäre doch ideal. Wir haben Platz für alle. Wir haben eine große Tafel. Wir haben auch Leute, die uns Kuchen machen. Was ist mit deiner Schwester, die uns so nicht leiden kann? Die sperre ich einfach ein in ihrem Zimmer, das passt schon. Sam! Was denn? Weißt du was Besseres? Lügen haben kurze Beine, aber ich sperre meine Schwester ein. Alles klar, Sam. Also, so kenne ich dich. Würdest du es anders machen? Warte mal, spielt am Wochenende, am Samstagabend nicht unsere Footballmannschaft? Deine Schwester ist doch bei den Cheerleadern, oder? Dann ist sie doch sowieso nicht da. Ja, aber wenn das abends ist, dann geht's nicht mit Kaffee. Aber vielleicht ist sie schon vorher weg, das kriege ich bestimmt hin. Ja, die müssen sich doch treffen, um sich genau zu schminken oder so ein Scheiß. Genau, und aufwärmen und keine Ahnung was und vorm Spiegel stehen und sagen, oh, bin ich schön. Das kriege ich schon hin, dass die raus ist. Ja, cool, dann machen wir Samstagnachmittag. Ja, okay. Das klingt gut. Machen wir so. Dann schlürfe ich erstmal an der Zitronenlimo. Oh ja, gib mir auch was, ich habe auch Durst. Oh, jetzt habe ich eine coole Idee. Ich schnapp mir so ein Bonbon, so ein saures, pack mir das in den Mund und trink dann die Zitronenlimo. Das ist toll. Als sich Sams Gesicht verzieht und die Form einer Rosine annimmt, die anderen Kinder das Lachen anfangen, schwebt die Kamera nach oben. Und man sieht über die wunderschöne, hügelige, grüne Landschaft mit bräunlichen Flecken des ausgedörrten Landes. Und man sieht, wie gerade ein älterer, langer Mann, Harpers Großvater, dabei ist, Tiere von einer, also Rinder von einer Weide auf die nächste zu treiben. Er reitet hinter der Herde her. Der Bruder von Harper ebenfalls, dazu 3, 4, 5 weitere Cowboys, die dem Großvater immer wieder aushelfen auf der Farm. Und die Rinder werden unruhig. Die Herde beginnt auseinander zu sprengen. Verzweifelt versuchen die Cowboys, Harpers Bruder und Großvater, die Herde zusammenzuhalten. Der Großvater geht in einen schnellen Galopp, um ein paar Tiere vorne einzufangen. Das Pferd scheint in ein Loch zu treten, stürzt und man sieht Harpers Großvater im Staub verschwinden. Und hiermit endet die Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Kids on Bikes. In der Hardcore-Sven-Sadisten-Version. Meine Güte, auf Wiedersehen. Das war großartig, aber eieiei, schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Wenigstens hat er nicht die Vögel gemacht. Ciao, ciao. 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 Bye.